Moin, moin, ihr Lieben. Heute möchte ich euch die besten Bücherneuerscheinungen im ersten Halbjahr 2022 vorstellen, beziehungsweise die Bücher, auf die ich mich am meisten freue im ersten Halbjahr. Ich habe 10 Bücher rausgesucht, die ich euch jetzt gleich vorstellen möchte in diesem Video und hoffe, dass auch etwas für euch dabei ist. Ich habe mich wieder durch alle Verlagsvorschauen gewühlt und ja, das macht immer so viel Spaß, wenn die ersten Verlagsvorschauen rauskommen, denn da online durchzublättern und ja, so ein bisschen auf Schatzjagd zu gehen und gucken, ob man da irgendwie ein Schmuckstück für sich finden kann. Natürlich ist hier einiges an Fantasy dabei, aber auch Kinderbücher und Horror, also genauso meine Genres. Man findet natürlich viel in den Verlagen, wo man sich eh sehr wohl fühlt. Da ist die Chance natürlich auch immer sehr hoch, dass man auch wieder etwas findet. Aber manchmal findet man auch in anderen Verlagen etwas. Oder man guckt da gar nicht erst bei bestimmten Verlagen, weil die meistens nicht so was für einen parat haben. Deswegen kann mir natürlich auch irgendetwas durch die Lappen gegangen sein. Deswegen bin ich auch auf euch angewiesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendeinen Tipp habt oder wenn ihr mir sagen möchtet, worauf ihr euch am meisten freut im ersten Halbjahr. Also da bin ich natürlich auch sehr, sehr neugierig. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass mir die Self-Publisher und die kleinen Verlage so ein bisschen durch die Lappen gehen. Also ich habe mehrere Seiten, so Büchertreff oder Fantastic Couch, wo ich da dann auch so ein paar Neuerscheinungen immer durchblätter. Natürlich auch Amazon, wo ja auch viel gelistet ist. Aber es gibt, jedenfalls kenne ich sie noch nicht, keine Liste, wo alle Self-Publisher-Neuerscheinungen irgendwie gesammelt mal gezeigt werden. Wenn ihr so eine Seite kennt, dann sagt sie mir gerne, weil ich bin ja immer auf der Suche nach so Geheimtipps und auch so ein bisschen abseits von Mainstream. Und das finden natürlich auch in Self-Publishern oder aber auch in kleineren Verlagen, die so eine kleine Nische abbilden. Ja, also auch da, wenn ihr da Tipps habt, immer gerne in die Kommentare damit, ob ihr Websites empfehlen wollt oder ja, vielleicht auch eine Self-Publisherin oder einen Self-Publisher, der jetzt in diesem ersten Halbjahr auch ein Buch herausbringt, dann immer her damit. Ja, ich gehe chronologisch vor, fange im Januar an und gehe dann bis zum Juni durch und erzähle euch ein bisschen etwas über die Bücher. Ich muss sagen, dass es gar nicht so viel waren. Also 10 fürs erste Halbjahr ist ja wirklich nicht viel. Ich bin jetzt nicht groß enttäuscht, weil ich mich dann freue, dass ich mich dann mehr um meinen Stapel ungelesener Bücher hier kümmern kann und vielleicht auch ein paar ältere Reihen dann mehr bedienen kann und nicht immer so im Zwiespalt bin, dass es so viele tolle neue Bücher gibt und ich aber dann noch mich doch irgendwie um den Sub kümmern müsste. Deswegen ist es okay für mich. Aber ja, also ich hatte tatsächlich nicht so viele Bücher, wo ich denke, wow, das ist so toll, weil das sind entweder extrem viele Folgebände, die dann in den Programmvorschauen stehen, oder es ist wirklich sehr, sehr viel Romantasy, Düsteres, Romantisches dabei. Ja, und das ist halt einfach nicht so meins. Und wenn dann mal ein High Fantasy Band dazwischen ist, dann bedeutet das nicht, oh, High Fantasy, das ist gleich meins, sondern da muss schon irgendwie eine besondere Idee drin hinterstecken. Und ja, auch nicht jedes Urban Fantasy, wenn es irgendwie so ein bisschen mit Action vermischt ist, ist dann nicht auch nicht automatisch etwas für mich. Ja, wenn man viel liest, dann hat man vielleicht auch irgendwann höhere Ansprüche. Und gerade wenn man vielleicht auch mal ein bisschen was Besonderes sucht, dann ist das auch so. Aber es ist für mich auch okay, so jetzt, dass man ein bisschen stärker auswählt und ein bisschen auch mehr aussiebt. Und es alles Bücher, die ich jetzt hier nenne, sind auch nicht auf dem gleichen Level. Also es kann sein, dass ich da Bücher dabei habe, wo ich mich besonders doll drauf freue. Das sage ich euch dann immer auch mit dabei. Und es gibt aber auch Bücher, wo ich sage, ja, mal schauen. Da werde ich mal noch ein bisschen ein Auge drauf haben. Im Januar erscheint tatsächlich nur ein Buch, auf das ich mich freue. Und auf dieses Buch bin ich tatsächlich auch nur aufmerksam geworden durch eine Zuschauerin, die mir das in die Kommentare geschrieben hat. Und zwar ist es ein neues Werk von Benjamin Lacombe. Das ist ja ein Illustrator, den ich sehr schätze und er bringt immer wunderbare Schmuckausgaben heraus, auch zu sehr, sehr interessanten, fantastischen, aber auch so ein bisschen melancholisch düsteren Geschichten. Und es erscheint jetzt eine Geschichte, die von der Thematik her auch genau zu meinem Beuteschema passt. Und natürlich musste das hier mit aufgenommen werden.
Und zwar ist das Malaga, die Blinde von Benjamin Lacombe eben, erscheint im Jacobi und Stuart Verlag am 31.01., hat nur 50 Seiten, kostet aber 29 Euro. Das finde ich wirklich viel. Für nur 50 Seiten, das ist wirklich nicht viel. Das sind zwar immer auch hochwertige Bücher mit besonderen Materialien und besonders manchmal sogar scherenschnittartigen Ausstanzungen, also da wird sich der Jacobi und Stuart Verlag und auch Benjamin Lacombe wieder sehr viel Mühe gegeben haben, daraus ein Schmuckstück zu machen. Aber 30 Euro für 50 Seiten, ja, das finde ich schon ganz schön happig. Dennoch will ich es, glaube ich, haben. Denn es spielt eben in einem Zirkus. Es geht um eine blinde Seiltänzerin und sie ist eben die Attraktion dieses Zirkus. Obwohl sie blind ist, ist sie so sicher auf dem Seil. Doch eines Tages stürzt sie tatsächlich und das ist für sie zunächst eine Katastrophe. Aber sie merkt, dass sie nach diesem Sturz auf einmal anfängt, Farben zu sehen. Und so ist wohl dieses Buch auch aufgemacht. Zu Anfang sind es Schwarz-Weiß-Zeichnungen und dann sollen immer mehr Farben hineinkommen und immer mehr Farbtupfer und zum Schluss soll es eben sehr farbenprächtig sein. Ja, das finde ich vom Stil, von der Geschichte, von der Aufmachung, hört sich das grandios an. Ja, deswegen, ja, 30 Euro ist viel, aber ich glaube, mal gucken, vielleicht kann man sich das ja mal zur Ansicht bestellen, obwohl ich das immer nicht so gerne mag, mich selbst zu spoilern, durchzublättern. Ich finde es eher schön, nach und nach erst beim Lesen zu entdecken und nicht immer schon die Illustrationen, sich vorher anzuschauen. Ja, mal gucken, wie ich das machen werde. Also vielen lieben Dank, dass du mir diesen Tipp gegeben hast, denn sonst hätte ich es wahrscheinlich erst später entdeckt. Und so ist es ja bald schon soweit, dass dieses Buch erscheint. Und im Februar erscheint am 16.02. ein Kinderbuch, was ich sehr, sehr spannend finde. Und lustigerweise, das ist mir jetzt erst aufgefallen, bedient das hier einen anderen Sinn, der der Protagonistin abgeht. Bei der Malaga hatten wir das Blindsein und hier haben wir das Gehörlossein. Das Buch heißt Ein Lied für Blue und ist von Lynn Kelly geschrieben und erscheint im Wow Books Verlag. Und ja, ist wie gesagt ein Kinderbuch. Ich finde es traumhaft schön vom Cover her schon. Und es geht um ein junges Mädchen, die seit ihrer Geburt gehörlos ist. Und eigentlich kommt sie damit ganz gut klar, aber manchmal fühlt sie sich schon sehr einsam und ausgeschlossen. Und ihre größte Leidenschaft ist eigentlich, an Radios herumzuschrauben und mit Elektronikgeräten zu arbeiten. Und eines Tages erfährt sie im Biologieunterricht, dass es einen Wal namens Blue gibt, die mit ihren Artgenossen nicht kommunizieren kann, weil sie auf einer anderen Tonebene kommuniziert und deswegen ja die anderen sie nicht hören und sie wiederum sie nicht hören kann. Das weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls scheint sie ja auch ziemlich einsam dann zu sein. Und ja, unsere Protagonistin hat natürlich sehr viel Mitleid mit dem Wal und fühlt sich natürlich sehr, ja, irgendwie verstanden von dem Wal und weil sie eben in einer sehr ähnlichen Situation sind. Und so komponiert sie wahrscheinlich mit ihren Radiogeräten ein Lied für Blue. Sie weiß aber nicht, wie soll sie ihr das jetzt zukommen lassen. Und dann reist sie mit ihrer Großmutter halt eben dorthin. Ich weiß gar nicht genau, wo das denn ist. Ich weiß nicht, Australien. Jedenfalls dort, wo Blue ihr Zuhause haben soll. Und sie versucht, sie dann aufzuspüren und ihr dann dieses Lied vorzuspielen. Ich finde die Idee so toll und es spricht natürlich auch wieder hier ein sehr spannendes und ernstes Thema an, für einen interessant, der nicht gehörlos ist, vielleicht in so eine Welt mal abzutauchen und deren Gefühle und deren Gedanken mal mitzuerleben, wie es ist, gehörlos zu sein und ja, wie man in der Welt so klarkommt und mit diesen Einsamkeitsgefühlen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön und auch mit dieser Naturverbundenheit, mit diesem Vergleich zu Walen, zu Tieren, das spricht mich sehr an. Natürlich das Cover mit diesem traumhaften Farbverlauf. Das werde ich mir auf jeden Fall näher anschauen, wenn es dann am 16.02. erscheint.
Ein Tag später, am 17.02., erscheint Spiderling von Sascha Macht im Dumont Verlag. Das ist zum Beispiel so ein Verlag, den ich meistens eher nicht so genauer betrachte, weil das eigentlich nicht so meine Genres sind und auch nicht so mein Beuteschema. Deswegen bin ich Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen sehr, sehr dankbar, dass sie dieses Buch ins Spiel gebracht hat, als wir überlegt haben, was wir dann als nächstes in unserem Buchclub All You Can Read lesen wollen. Und das hat sie vorgeschlagen, weil sie das entdeckt hatte in der Verlagsvorschau und ja, war ich sofort mit dabei, wenn es um Spiele, um Computerspiele oder andere Spiele in Büchern geht, finde ich das immer faszinierend, ob das Escape-Spiele sind, Computerspiele oder Brettspiele. Und hier geht es um Brettspiele und zwar um eine Brettspiele-Entwicklerin, die auch sehr erfolgreich dabei ist und es gibt wohl immer so eine Zusammenkunft nach einem gewissen Zeitraum, wo dann verschiedene Brettspieleentwickler zusammentreffen und es wird eingeladen von Spiderling himself, das ist wohl der berühmteste, berüchtigste Spieleentwickler und sie sollen dort, ich weiß nicht, ob das so eine Art Schulung ist, sie sollen dort jedenfalls etwas verstehen, was dahinter steckt. Warum sind Menschen so sehr fasziniert und warum geben sich Menschen diesen Regeln hin und unterwerfen sich diesen Regeln, um miteinander zu spielen, gegeneinander zu spielen. Es soll hier ja dieses Spielethema literarisch umgesetzt sein, mit sehr viel Humor und Sprachwitz. Es sieht auch so ein bisschen, könnte auch in Richtung Thriller gehen. Ja, ich bin sehr gespannt und freue mich da wirklich drauf. So ein bisschen habe ich auch Jumanji-Feeling, auch wenn es vielleicht eher in die literarischere Richtung geht und nicht so sehr ins Abenteuerliche. Aber da denke ich natürlich auch sofort dran, weil ja Jumanji ja auch so ein tolles Brettspiel ist, was dann auf einmal zum Leben erwacht. Ich weiß auch nicht, ob hier irgendwie fantastische Elemente mit hineinkommen oder ob das wirklich eher in die Thriller-Richtung geht oder vielleicht doch eher so in die gesellschaftskritische humorvolle Richtung. Es kann alles sein, aber es spricht mich vom Thema her sehr an. Ich danke dir, Ruth, dass du das vorgeschlagen hast und wir werden das dann ja im Februar, März zusammen lesen. Wahrscheinlich eher so in Richtung März und ich werde euch dann natürlich berichten. Also dieses Buch wird auf jeden Fall einziehen und es ist eine gebundene Variante, auch relativ teuer, ich glaube für 25 Euro. Aber wir bekommen das als Rezensionsexemplar zugesendet vom Verlag, wurde uns schon zugesichert und da freuen wir uns riesig drüber. Ich muss aber ehrlich sagen, das hat mich so angesprochen, wahrscheinlich hätte ich es mir auch so gekauft, wenn wir es nicht genehmigt bekommen hätten als Rezensionsexemplar. Im März habe ich mir eine Buchneuerscheinung aufgeschrieben und das ist aber auch eine, auf die ich mich, glaube ich, mit am meisten freue. Also wenn man mich jetzt fragen würde, auf welche drei Bücher freust du dich mit am meisten, ist dieses Buch mit dabei. Und zwar heißt es Monster auf der Couch von Jenny Jägerfeld und Mats Strandberg. Erscheint im Penhaligen Verlag am 14.03. Hier scheint es sehr skurril herzugehen, aber auch sehr düster, denn wir treffen hier auf die berühmtesten Figuren aus der klassischen Horrorliteratur. Wir treffen hier auf Familie Frankenstein, wir treffen hier auf die polyamoröse Vampirin Camilla, aber auch auf den narzisstischen Dorian Gray und viele mehr, die eben auf der Therapeuten-Couch Platz nehmen und die werden jetzt therapiert. Ob da jetzt in episodenhaft in deren Vergangenheit gewühlt wird oder ob da tatsächlich auch eine Rahmenhandlung draus gemacht wird, weiß ich nicht. Aber ich finde, das klingt so nach einer coolen Idee, das Ganze so aufzuziehen, sie zu therapieren und sie zu durchleuchten. Vielleicht auch ein bisschen gesellschaftskritisch, aber auch satirisch bestimmt auch ein wenig. Und wenn man diese Geschichten kennt, gelesen hat, dann ist es sicherlich auch ziemlich cool, da nochmal drüber zu lesen. Und ja, ich fand die Idee großartig, freue mich drauf. Ja, im Penhaligen Verlag wird das erscheinen und ich finde die Aufmachung sieht auch ziemlich cool aus. Also ist auf jeden Fall was Spezielles. Ich denke mal nicht Mainstream, aber wie gesagt, danach suche ich auch so ein bisschen nach coolen Ideen. Kann natürlich auch schlecht umgesetzt sein, langweilig sein oder aber einfach nicht meinen Geschmack treffen, keinen roten Faden haben. Das sind natürlich Gefahren, die da sind, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und es wird sicherlich einziehen.
Am 11.04. erscheint ein Buch, was, glaube ich, von vielen schon erwartet wird und auch von vielen in solchen Neuerscheinungsvideos, glaube ich, gezeigt wird. Denn sein erstes Buch, was hier in Deutschland übersetzt wurde, war ein großer Erfolg, von vielen umschwärmt. Ich habe auch davon geschwärmt, und zwar war das Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Und von T.J. Klune erscheint dann eben am 11.04. das unglaubliche Leben des Wallace Price, auch im Heine Verlag wieder. Und ja, vom Inhalt her fand ich es jetzt gar nicht so großartig, aber da ich eben sein erstes Buch wirklich cool fand und auch ja, ein wirklich tolles Wohlfühlbuch mit sehr viel Emotionen, sehr viel rührseligen und auch humorvollen Momenten, war das eine wirklich schöne Mischung, und ich möchte mich auch auf sein zweites Werk, was hier übersetzt wird, einlassen. Es geht hier um einen Protagonisten, der auch nur Arbeit, Arbeit, Arbeit kennt. So ein bisschen Parallele zum ersten Buch erkennt man dort auch. Er ist aber so in seiner Arbeit verbissen, dass er irgendwann tot umfällt. Ich weiß nicht, ob vielleicht vor Stress oder vor Übermüdung oder wie auch immer. Jedenfalls passt ihm das gar nicht, dass er jetzt tot ist. Er bekommt dann einen Wächter namens Hugo zur Seite gestellt, der ihn dann in das Reich der Toten einführen soll, aber er ist einfach noch nicht so weit, und es wird ihm tatsächlich noch ein bisschen Zeit gewährt, seine Angelegenheiten in der Welt zu klären. Und so wird ihm wohl der Sinn des Lebens ein bisschen näher gebracht, und er findet sogar noch die Liebe des Lebens. Aber wie kann das klappen, wenn er eigentlich nur noch begrenzte Zeit hat auf der Erde, und ich weiß nicht, ob er eine ganz normale Zeit hat oder ob er normal zu sehen ist, ob er normal körperlich ist oder als Geist zurückkehrt. Das alles weiß ich nicht. Werden wir denn sehen? Ich finde die Idee jetzt nicht neu. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Autor wieder etwas Besonderes draus macht durch seine Schreibweise und vielleicht auch wieder was Rührendes und mit vielen tollen, ja, Aussagen, die man hier mitnehmen kann. Mal sehen. Und die zweite Neuerscheinung, die im April erscheint, habe ich gerade eben erst entdeckt. Als ich nochmal so über die ganzen Listen geschaut habe, wie ich doch noch irgendwas übersehen habe. Und ja, da habe ich im Knesebeck Verlag noch etwas entdecken können, was ich unbedingt hier auf die Liste setzen wollte und euch vorstellen möchte. Denn es ist etwas für Tim Burton-Fans, es ist etwas für Fans und Liebhaber von skurrilen, düsteren, melancholischen Geschichten. Und es klingt einfach wunderbar, ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen größer. Knesebeck bringt ja auch illustrierte Ausgaben raus, und hier kann ich mir vorstellen, dass es wieder ein bisschen größerformatig ist und auch ein Hingucker, außen sowie innen. Das Buch heißt Die dunklen Geheimnisse von Heap House von Edward Carey und erscheint am 14. Und Heap House, das klingt natürlich wieder so ein bisschen nach Haunted House Geschichte, einem atmosphärischen Platz, einem sehr, sehr unheimlichen Ort, ein Haus, was irgendwie eine Rolle spielt. Hier geht es um Clod. Clod ist ein Ironmonger, und Ironmongers wohnen in Heap. Heap besteht aus einem Meer von weggeworfenen, verdorbenen Dingen, die sie Zeit ihres Lebens gesammelt haben, und auch diese Schrottteile haben sie auch benutzt, um das Heap House zu bauen. Und das Haus besteht eben aus verschiedensten Dingen, aus verschiedensten Teilen von kaputten Häusern. Und so haben sie ihr Reich geschaffen. Jedes Familienmitglied bekommt am Anfang ihres Lebens ein Ding zugeteilt, einen Schrottteil, was sie immer dabei haben müssen. Clod hat aber noch zusätzlich eine Gabe, denn er kann diese Dinge flüstern hören. Ihm wurde ein Badewannenstöpsel zugeteilt, und er kann ja diesen Badewannenstöpsel flüstern hören. Und auf einmal kommen Geheimnisse ans Licht, Wahrheiten, die sein ganzes Leben durcheinander wirbeln. Und es kommt wohl auch noch ein Mädchen, das so ein paar Fragen aufwirft, und ja, die beiden machen sich, glaube ich, auf den Weg, diese Rätsel, ja, auseinander zu entwirren. Das klingt so abgefahren, das klingt so ein bisschen nach die Olchis.
Nur ein bisschen in Tim Burton-Style. Und das Ganze sieht natürlich auch sehr, sehr gruselig aus, aber es hat mich sofort angesprochen. Es erinnert mich auch so ein bisschen an Edith Finch, das Finch-Haus. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Computerspiel kennt, was sehr, sehr künstlerisch und sehr storybasiert aufgebaut ist. Habe ich euch schon mal in einem Video empfohlen. Also wenn ihr das mal als Let's Play gucken möchtet oder selbst spielen wollt, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist eine wunderbare, skurrile Reise. Wunder, wunderbar, sehr kreativ gemacht. Ist für mich eigentlich schon Kunst. Und ja, ein Beispiel dafür, dass Computerspiele nun nicht nur Geballer sind und nicht nur oberflächlich sind. Ja, aber das nur als kleiner Exkurs. Auf jeden Fall finde ich, dieses Buch klingt großartig und es kommt auf jeden Fall auf meine Liste von Büchern, die ich mir wahrscheinlich zulegen werde. Es kann natürlich auch zu skurril werden und dadurch zu abgedreht, dass daraus keine ordentliche Story mehr wird. Da ist natürlich immer die Gefahr dabei, aber ich werde euch dann davon berichten. Im Mai habe ich wieder nur eine Neuerscheinung rausgesucht und zwar ist das der neue Horror-Thriller von Thomas Finn. Von Thomas Finn habe ich euch schon öfter vorgeschwärmt, dass ich seine Horror-Thriller einfach liebe. Seinen letzten fand ich nur so mittelmäßig, fand ich ganz okay. Deswegen ist meine Hoffnung jetzt auf seinen nächsten. Der hat mich von der Thematik wieder sehr angesprochen, vor allem aber auch, auf welcher Legende das Ganze beruht. Und deswegen ja, habe ich da wieder ein bisschen mehr Hoffnung, dass mich das etwas mehr begeistern kann als der letzte. Whispering Fields erscheint am 2.5. im Knauer Verlag. Und es dreht sich alles um eine alte Legende, um eine Mühle, um Kornkreise. Und in dieser Nähe von Kornkreisen werden Leichen ohne Köpfe entdeckt. Es geht um die Polizei, die dort ermittelt, aber auch um Jugendliche und insbesondere um einen jungen Mann, der seinen Zwillingsbruder vermisst und er glaubt, dass es da irgendetwas mit zu tun hat mit dieser ganzen Sache. Und bis sie dann irgendwann an diese Mühle kommen, da vergeht natürlich noch ein bisschen Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht erahnen könnt, um was es geht. Es geht um die ganze Krabbat-Geschichte. Und Krabbat alleine von Ottfried Preußler ist für mich ja auch schon so ein Gruselklassiker, den ich einfach großartig toll finde. Sehr, sehr düster für einen Jugendbuch. Ich habe es damals in der Schule gelesen, war aber auch wirklich eines der Bücher, das ich in der Schule gelesen habe und ich wirklich richtig gut fand. Und ich habe es mir dann danach auch selbst zugelegt und möchte es irgendwann nochmal lesen. Da würde ich tatsächlich drüber nachdenken, ob ich vorher nochmal Krabbat lese und dann erst Whispering Fields, um da auch die ganzen Anspielungen drauf zu verstehen, wie Thomas Finn hier das wieder neu interpretiert hat. Er macht das immer sehr gut. Ich habe das euch schon öfter berichtet, dass er immer so eine Sage hat und viel recherchiert und das Ganze immer sehr, sehr gut mit einbindet und man irgendwie immer noch das Gefühl hat, man lernt noch etwas dabei oder jedenfalls man wird auf ein Thema gestoßen, wo man Lust hat, noch selbst noch weiter zu lesen und so weiter zu recherchieren. Und das mag ich an seinen Geschichten, in seinen Horror-Thrillern immer sehr. Und gleichzeitig ist es für mich immer genau die richtige Art von Horror, nicht zu splatterhaft und nicht zu sexuell aufgeladen, was bei Horror ja doch öfter mal der Fall ist. Also für mich ist es eigentlich immer die richtige Mischung an Härte und an atmosphärischen Grusel, der eingebunden wird. Und sein Schreibstil ist halt auch immer sehr, sehr süffig, dass man den sehr gut weglesen kann. Seine Protagonisten sind immer sehr sympathisch. Und ja, da hoffe ich drauf, dass mir dieses Buch auch wieder sehr gefallen wird. Aber die Saga, die stimmt schon mal. Da habe ich auf jeden Fall Interesse dran, etwas mehr zu lesen. Am 14.06. erscheint eine Märchenadaption, die aber sehr interessant neu interpretiert wird. Und zwar Cinderella ist tot von Kaylin Baron. Im Heine Verlag erscheint das Ganze. Und da war ich mir erst unsicher, ist das wieder so ein bisschen eine Märchenadaption, wo hier wieder so ein bisschen romantisiert wird, vielleicht ein bisschen düster, aber trotzdem geht es eher hauptsächlich um die Liebesgeschichte. Ist ja bei Märchenadaptionen oft der Fall. Und Märchenadaption ist ja auch wirklich nicht mehr neu und Cinderella wird ja oft neu aufgelegt. Deswegen war ich da erst ein bisschen skeptisch, aber ich habe da doch ein bisschen mehr rausgelesen und habe irgendwie den Riecher, dass das hier doch noch etwas besonderer sein kann.
denn es spielt in der Welt, wo Cinderella ihren Märchenprinzen gefunden hat, allerdings 200 Jahre später. Und wir treffen hier auf unsere Protagonistin und sie alle kennen Cinderella und alle kennen dieses Märchen, alle kennen diese Vergangenheit. Bei denen ist es eben historisch anerkannt, dass das passiert ist. Aber die Geschichte wird nur noch dazu genutzt, um die Frauen zu unterjochen, um sie möglichst schnell unter die Haube zu bekommen. Und bei einem Ritual, bei einem Ball, sollen sie möglichst schnell ihren zukünftigen finden. Und wer am Ende dieser Ballnacht nicht niemanden gefunden hat, nicht verheiratet ist, der wird verfolgt, der wird umgebracht. Aber unsere Protagonistin möchte nicht verheiratet werden. Sie möchte keinen Mann suchen und sie flieht in den verwunschenen Wald. Ja, und dort trifft sie wohl auf eine junge Frau. Ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich mal um eine Liebe zwischen zwei Frauen geht, ob das überhaupt so im Vordergrund steht, dieses Romantische. Ich finde, das Cover lässt auch so ein bisschen auf etwas Rebellisches schließen. Es klingt tatsächlich sogar nach einer Märchendystopie. Sehr gesellschaftskritisch, wo halt auch die Märchen nicht so romantisiert werden und als etwas Positives dargestellt werden, sondern auch so ein bisschen unter den Gesichtspunkten des Feminismus betrachtet werden. Also es könnte sehr spannend sein, es könnte aber wieder auch in eine sehr oberflächliche Romantasy-Geschichte gehen. Aber ich glaube, das Buch ist im Originalen schon sehr gehypt worden. Muss auch nichts heißen, aber ich bin da trotzdem mal gespannt. Das ist etwas, was ich vielleicht mal beobachten werde, vielleicht mir mal ein, zwei Rezensionen anhören werde oder durchlesen werde, in welche Richtung das geht, ob das ja für mich dann immer noch interessant sein könnte. Aber ja, ich habe da doch irgendwie so einen kleinen Riecher, dass das vielleicht doch was Besonderes sein könnte. Am 29.06. erscheint ebenfalls ein Buch, was unter meinen Top 3 gewesen wäre, würde man mich fragen, auf welche Bücher ich mich am meisten freue. Und zwar ist das das neue Buch von Jay Kristoff, der ja die Nevernight-Trilogie geschrieben hat, die ich einfach, ja, ich will nicht schon wieder großartig sagen, aber im Moment ist es dieses Wort, was mir immer wieder auf der Zunge liegt. Aber es war großartig. Es war innovativ, sehr actionreich, sehr blutig, dennoch sehr humorvoll, sehr satirisch und ja, einfach nur sau cool, kann man sagen. Und hier wittere ich auch wieder, dass es sau cool werden könnte. Von jemand anderen würde ich es mir vielleicht ein bisschen zu actionreich, zu blutig anhören, aber ich hoffe hier auf Jay Kristoff, der hier wieder viele tolle Ideen mit reinbringt, eine epische Fantasy wieder aufbauen könnte. Es wird hier gesagt, das ist eine Mischung zwischen Der Name des Windes und Interview mit einem Vampir wäre. Ich mag solche Vergleiche immer nicht, weil ich finde es irgendwie immer schöner, wenn ein Buch für sich steht. Und meistens sind diese Vergleiche für mich eher Werbung und nicht eine gute Einordnung. Aber gut, habe ich überhaupt schon gesagt, wie das Buch heißt? Das Buch heißt Das Reich der Vampire Band 1. Also es wird wieder eine Reihe. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Trilogie oder mehr Bände werden. Das weiß ich noch nicht. Jedenfalls der Auftakt einer epischen Reihe ist auch wieder sehr seitenstark. Im Fischer Tor Verlag wird das Ganze erscheinen. Und ja, hier geht es eben um das Reich der Vampire, denn vor etwa 30 Jahren ist die Sonne untergegangen und nicht mehr aufgegangen. Und dann sind die Vampire einmarschiert und haben die Menschen unterjocht. Und es gibt wohl einen Protagonisten, auf dessen Schultern liegt eine große Hoffnung, eine große Verantwortung. Er soll die Menschheit wieder, ja, zu einem besseren Leben verhelfen und gegen die Vampire anzugehen. Er kommt wohl in einen Orden und das klingt für mich wieder sehr nach Nevernight. Da gab es ja auch einen Orden, auch wieder eine Art Kirche mit der Religion verbunden. Ja, ich bin gespannt, ob das irgendwie mit Nevernight zusammenhängt oder ob das total unabhängig ist, ob man da viele Parallelen entdecken wird. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich finde das Cover auch ziemlich cool. Ich finde es nur schade, dass der Originaltitel nicht übernommen wurde, weil der einfach natürlich viel besser im Ohr klingt. Empire of the Vampire ist natürlich cool, kann man natürlich nicht so übersetzen. Deswegen hätte ich es, glaube ich, gar nicht übersetzt. Aber gut, sei es drum.
Das werde ich auf jeden Fall lesen. Ist natürlich wieder eine Reihe, wo man dann warten muss, bis die ganzen Folgebände draus sind. Aber J. Christoph ist ja ziemlich fix mit dem Schreiben. Da hoffe ich einfach, dass wir dann nicht so lange auf die Folgebände warten müssen. Und das letzte Buch in diesem Video, was ich euch vorstellen möchte und was am 30.06. erscheint, heißt Kaufhaus der Träume von Li Mi-Ye aus dem Golconda Verlag. Das ist auch so ein Verlag, den man immer wieder im Auge behalten sollte, weil der wirklich sehr besondere Fantastik herausbringt. Und dieses Buch behandelt ein Thema, was irgendwie, glaube ich, alle fasziniert, weil man nie so richtig dahinter kommt, was da bei uns im Gehirn passiert, während wir träumen. Ja, in diesem Buch geht es um Träume, denn die Protagonistin Penny, die lebt in einem Dorf und dort geht es nur um Träume. Sie arbeitet im Kaufhaus der Träume und auf verschiedenen Etagen werden dort die verschiedensten Träume angeboten, die dort verkauft werden. Und in diesem Buch geht es wohl sehr episodenhaft zu, um die verschiedensten Kunden, die nach verschiedensten Träumen suchen, aus den verschiedensten Gründen. Ja, ob das dann sehr abgeschlossen ist oder ob das irgendwie miteinander verknüpft ist, das mag ich ja immer ganz gerne, wenn es trotzdem noch eine Rahmenhandlung gibt. Und ja, der gesamte Ort ist halt eigentlich überschattet von Träumen, denn man kann in dieses Reich nur hineingelangen, in dieses Dorf, wenn man eingeschlafen ist. Also quasi auch im Traum kommt man an diesen Ort. Und ja, ich mag einfach die Thematik Träume sehr, weil ich ja, das einfach immer noch nicht ganz erforscht ist, unsere Gedankenwelt, unser Gehirn, wie das funktioniert, wie man träumt, und in Träumen ist alles möglich. Hier gibt es auch Elfen, die Träume entwickeln, mit denen man fliegen kann und so weiter. Also es scheint auch hier sehr verrückt zuzugehen. Es scheint sich hier zu wiederholen, dass ich hier einfach sehr gerne auf diesen skurrilen Pfad gehe der Neuerscheinungen. Ich weiß, ich bin da schon sehr picky geworden, aber ich glaube, das ist auch normal. Oder wie ist es bei euch? Seid ihr viel Leser und habt ihr auch das Gefühl, dass ihr da sehr viel auswählt und doch ein bisschen mehr gezielter zugreift? Oder seid ihr da sehr breit aufgestellt? Seid ihr schnell zu begeistern und greift ihr einfach dazu, was euch gerade in die Fänge kommt? Kann ja auch sein, dass ihr die Neuerscheinungen gar nicht so sehr im Blick habt, dass es euch gar nicht so sehr interessiert, weil man findet natürlich auch viel in bereits erschienenen Büchern, findet man ja schon auch Schätze, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Also könnt ihr mir gerne einfach mal erzählen, wie das bei euch ist mit den Neuerscheinungen. Und ich finde meine Auswahl auf jeden Fall sehr besonders. Und es kann aber trotzdem immer noch sein, dass ich irgendwas dann doch nochmal mir genauer anschaue und denke, ach, probiere ich trotzdem mal aus, klingt vielleicht nicht ganz so besonders. Aber ja, die Klappentexte schreiben ja auch nicht die Autoren selbst, oder die Klappentexte können ja auch nicht immer alles erklären, was im Buch passiert. Und vielleicht, was mich total angesprochen hätte, wird dann im Klappentext vielleicht gar nicht erzählt. Ja. Deswegen, es ist ja auch ein bisschen Glückssache. Jetzt war es das aber auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!